Es ist die größte Ölpest aller Zeiten. Der Kampf gegen das Öl im Golf von Mexiko dauert noch bis mindestens Herbst. Das meldet die US-Regierung. Zwar soll es BP jetzt gelungen sein, 1600 Tonnen Öl täglich abzufangen, doch die Schäden, die das schwarze Gift bereits angerichtet hat, sind erheblich. Das Öl verseucht die Strände, das Marschland und die Tierwelt. Insgesamt verteilt es sich fleckenartig über 300 Kilometer auf dem Wasser. Mehr als 20.000 Helfer sind im Einsatz. Ob es gelingt, die gröbsten Umweltschäden bis Herbst zu beseitigen, hängt vor allem davon ab, ob es BP gelingt, das Ölleck komplett zu verschließen.